Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge City Skylines. Wir sind zurück in Scrawltown und müssen uns heute mal überlegen, wie wir heute weiter agieren werden. Wir haben ja hier jetzt eigentlich noch ein wunderschönes Stückchen zum Bebauen, hier unten und hier, können uns also hier relativ freie Hand lassen. Unsere Umweltverschmutzung ist hier immer noch nicht irgendwie die beste irgendwie. Was mich sehr, sehr wundert, weil wir ja eigentlich jegliche Abwasserdinger weggemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob die trotzdem immer noch ein bisschen irgendwas produzieren. Das gucken wir mal. Eigentlich haben sie keine Verschmutzung im Gegensatz zu. Okay, das Abwasserrohr hat angeblich auch keine Verschmutzung. Deswegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Inzwischen, aber irgendwoher wird es wohl kommen. Also es wird schon wahrscheinlich von unserer Industrie oder sowas kommen, denke ich mal. Aber so ist es nun mal leider. Wir können versuchen, vielleicht die Industrie ein bisschen mehr hier nach rechts zu packen. Aber ob das Sinn macht, ist halt die Frage. So, was ich heute mal ein bisschen anpacken würde gerne, wäre einfach mal hier drüben ein bisschen weitermachen. Wir haben ja hier eigentlich relativ neu bebaut bis jetzt. Hier wollte ich ja noch gucken, dass wir hier irgendwas hinsetzen können, nur ich weiß halt noch nicht was. Wir könnten hier ein relativ großes Waldgebiet vielleicht machen oder sowas. Kann man ja hier irgendwie, ja, wenn man hier so macht, ne, okay, doch nicht. Ging das nicht irgendwo? Bewalden oder sowas? Hier könnten wir bewalden, aber das ist halt auch die Frage, ob wir das wollen. Was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, ist hier, was habe ich denn jetzt? Ein Stadion. Ein Stadion. Wir haben hier auch noch verschiedene Sachen, die wir bauen können, den Transportturm. Das ist ein großes Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderungen für diesen Baum. Das Weltraumlift. Wir können einen Weltraumlift bauen? Alles klar. Erstmal hier den Transporttower bauen. Und zwar hier. Hat er große Lärmbelästigung? Ich habe es gerade gar nicht gelesen, jetzt, wenn ich ehrlich bin. 25 Lärmbelästigung. Und was ist hier? Das ist das Dingviertel, gell? Das ist das Büroviertel. Nee, das ist das Häuserviertel noch. Das heißt also, wir machen das doch weiter unten. Wahrscheinlich hier in Richtung des Tunnels hier. Zum Beispiel, na, gerade eben hat es da noch gepasst. So, jetzt hier. Und zwar hier, zack. So, 60.000 hat das jetzt gekostet. Das ist auf jeden Fall nicht gerade billig gewesen, aber es ist okay. Den Turm der hohen Zinsen haben wir. Was haben wir hier? Expo Center. Fachmesse und Konferenz ziehen Besucher von nah und fern an. Anforderungen für den Bau des. Alles klar. Nächste auch noch. Das Expo Center habe ich gehört. Hat das irgendwelche. 75 Lärmbelästigung. Das ist halt schon ganz schön heavy. Aber ich glaube, das können wir einfach daneben setzen, hätte ich mal gesagt. Wir sind da jetzt einfach mal so dreist. Zack. Haben wir sonst noch irgendwas? Was haben wir hier? Stadion. 100 Lärmbelästigung ist halt schon ganz schön viel, muss ich sagen. Ich würde das gerne hier irgendwo platzieren. Wie sieht das aus? Haben wir hier irgendwo einen Platz? Ne, hier sind Wohnhäuser. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was hier hinkommt. Deswegen würde ich das erstmal weglassen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zwei wunderschöne Häuschen hier stehen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Gucken wir mal, jetzt ist die Frage, hier rüber wird wahrscheinlich noch Industrie gehen. Das heißt, wir bauen das hier jetzt erstmal noch zu. Oder habe ich da. Was ist denn da? Da kommen Bürogebäude. Wir können das ja auch abschotten eigentlich. So dass wir hier Bürodistrikt draus machen. Das muss ich jetzt mal kurz nebenher mir die Nase putzen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir das am dümmsten machen. Eine Sekunde schnell, ich bin gleich wieder da. So, ich werde jetzt hier die Querstraßen wieder rüberziehen, zumindest die großen. Dann füllen wir erstmal das hier aus und dann schauen wir einfach mal weiter, wie wir denn das Ganze hier planen wollen. Das Problem ist halt, dass wir hier gerade die Müllhalden noch haben. Das heißt also, wir müssen. Wir können die nicht versetzen, solange die voll sind. Das ist shitty. Und was ist, wenn wir das dann einfach so machen, dass wir die Straßen halt von mir aus von hier aus ziehen? Dass wir die so machen und dann so zum Beispiel. Jetzt fände ich jetzt zum Beispiel ehrlich gesagt auch okay.
Aber die Müllverbrennungsanlagen können wir versetzen, oder? Weil dann würde ich wenigstens die nochmal hier ein bisschen versetzen, weil die mir sonst hier ein bisschen zu eng auflegt, ehrlich gesagt. Dass wir hier halt noch eine Straße reinkriegen. Obwohl, wir könnten hier eigentlich auch eine hochziehen einfach. Ja, das machen wir einfach. Wir machen jetzt hier eine Straße an diesem Knick hier einfach straight up. Das ist okay. Und dann können wir hier noch eine schöne Straße hier rüberziehen und haben damit eigentlich ein relativ gutes System schon wieder aufgebaut. Das gefällt mir so. Dann können wir noch gucken, ob wir hier vielleicht noch eine Straße hoch machen. Direkt hinter den Dingern hier. Hinter den Mülldeponien. Und vielleicht hier noch eine nach links einfach. So auch mit diesem Knick drin. Das ist okay. Da können wir hier ja sogar auch noch eine ziehen. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Zack. Wonderful. Liebe Freunde, wonderful. Machen wir doch hier noch einfach noch eine so, oder? Zack. Sieht auf jeden Fall gut aus, meiner Meinung nach. So ein Industriegebiet würde ich mir in meiner Stadt auch wünschen, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Mangel an Dingen im Moment. Mangel an normalen Bürogebäuden. Das heißt also, wir ziehen hier das mal kurz hier runter. Zack. Oder was heißt Bürogebäuden? Wir haben halt Mangel an diesen Dinggebäuden. Es tut mir leid, wenn ich heute öfters mal ein bisschen unterbrechen muss, einfach weil ich die Nase putzen muss. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie aus dieser Krankheitsding nicht mehr raus irgendwie. Ich bin irgendwie dauer ein bisschen angeschlagen. Es ist halt auch so, wenn man einfach sich keine Zeit nimmt zum komplett auskurieren, aber dafür habe ich einfach im Moment keine Zeit und deswegen werde ich das auch irgendwie nicht machen. So ist es halt, liebe Leute. So ist es halt. Ein Tod muss man sterben, gell? So, zack, hier noch eine rein. So ein schönes Sträßchen. Haben wir jetzt so ein schönes Eck? Das gefällt mir eigentlich auch so. Gucken wir mal. Hier könnten wir einfach eine Straße runterziehen oder wir machen so ein paar mehr Quersträßchen rein. Ich hätte mal gesagt, nee, das reicht nicht. Wir bauen hier eine Querstraße rein. Das ist okay. Dann bauen wir hier eine Querstraße. Bauen wir hier eine Querstraße rein. Das ist auch okay. Bauen wir hier eine Querstraße rein. Nee, eins noch, zwei noch weiter rüber. Hier eine Querstraße rein. Sieht gut aus. Hier eine Querstraße rein, sieht auch gut aus. Da können sich halt kleinere Firmen ansiedeln. Das ist alles okay. So, jetzt können wir hier mal ein paar Dinggebäude noch hinsetzen. Jetzt gucken wir mal. Das hier sind schon alles Bürogebäude, gell? Das heißt, wenn ich das hier auch noch vollends zu Büro machen würde, können wir hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen mit Ding spielen. Mit, wie heißt es nochmal, hier noch ein bisschen große, was war, wie hießen die nochmal, dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So, schön, das ist zum Beispiel das perfekte Feld, Leute, einfach ein Klick und das ganze Feld ist eingefärbt. Warum kann das nicht überall so sein? So, oder hier auch, ein Klick, das ganze Feld ist eingefärbt. Aber nein, das muss meistens so einzeln irgendwie angestückelt sein. Also wir werden bis hier auf jeden Fall, hätte ich gesagt, mal Gewerbegebiet machen. Wo ich mir gerade überlegt, vielleicht sollten wir das doch ein bisschen leichter besiedeln teilweise. Die zwei hier zum Beispiel noch leicht besiedelt machen. Also hier, obwohl wir könnten das da eigentlich so machen. Moment, Moment, so, dann machen wir hier zwei Stück. Machen wir so und so und so. Dann haben wir hier noch ein bisschen leichteres. Das Problem ist nur, dass hier halt die Mülldinger sind. Aber das wird, ich meine, einen Tod muss man sterben, wie gesagt. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt lassen wir das Ganze doch mal hier einfach mal laufen. Und du bist jetzt mal bitte schnell ruhig. Zack, weg, weg. Hör auf. Nein, stopp. Stop doing this. Wasserrohrprobleme, was? What? Wo haben wir denn Wasserrohrprobleme? Sehe ich hier irgendwo? Ach, da unten. Oh, natürlich haben wir da noch Wasserrohrprobleme. Das ist verständlich. Ach komm, was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Zack. Zwar nicht ganz gerade, aber es ist okay. So. Strom fehlt uns noch. Das wäre halt auch noch ganz wichtig, dass wir das hier rüberkriegen an unser Expo-Center und an den ganzen anderen Shit.
So nämlich, dann müsste der Strom jetzt hier eigentlich gleich rüberfließen. Nice, jetzt ist es weg. Gut, Leute. Kreuzung und Verkehr. Wo ist denn das hier oben? Na, ich sehe schon, hier staut sich ein bisschen. Aber es ist noch nicht so übermäßig, Leute. Es ist noch nicht so übermäßig. Da können wir auf jeden Fall... Das ist, glaube ich, noch keine Problematik, sehe ich irgendwie so. Die haben sich natürlich gleich mal die Plätze hier an den Mülltonnen gesichert. Oh, ich bin so Gott froh, Leute, dass die Autobahn hier wieder funktioniert. Obwohl da eigentlich gar nicht so viele Leute drüber fahren, aber... Wenigstens ein paar... Oh, hier oben ist doch ein bisschen... kritisch. Ich frage mich halt manchmal, wie die... Wie die sich das überlegen hier mit dem Fahren und sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil, schaut euch das mal an, ich habe hier eine Autobahn. Mit einer Ausfahrt, mit noch einer Ausfahrt. Und ich glaube, dass ein paar von denen Leute fahren hier hoch, fahren hier rüber, fahren hier den Kreis, fahren hier durch, kommen hier wieder raus und wollen dann hier in das Stadtgebiet. Warum fahren sie da nicht hier direkt raus? Ist die KI, dieses Spiel, jetzt intelligent genug, um zu sagen, ich möchte dort und dorthin? Weil ich meine, guckt euch das mal an, wir haben... What the fuck? Was tut ihr da, Leute? Was tut ihr da? Lasst den doch einfach mal einscheren. Alles klar, die Feuerwehr fährt einfach durch. Okay, ich muss sagen, manchmal ist die KI echt ein bisschen, dumm, will ich mal nicht sagen, einfach so. Warum fahren die LKWs auf der rechten Straßenseite, um dann schlussendlich links abzubiegen? Also manchmal muss man sich echt ein bisschen wundern bei dem Spiel, also... Wow. Einfach nur wow. Vielleicht müssen wir da gucken, dass wir... Vielleicht sollten wir noch einen Bahnhof bauen, Leute. Vielleicht sollten wir einfach noch einen Bahnhof hier unten hinbauen. Ich meine, warum nicht? Dann hätten wir vielleicht ein bisschen leichteres Spiel hier, so vielleicht so ein Industriebahnhof oder sowas. Könnte eigentlich ganz nützlich sein, oder? Wenn wir hier schaffen, irgendwie noch einen Tunnel hinzumachen. Was macht ihr eigentlich hier? Was macht ihr eigentlich hier? Weg. So, das kommt alles hier mal weg. Zack, zack, zack. So. Straßen. Wir wollen... Das ist immer noch diese zweispurige Straße, gell? Ah. Ich habe gelesen in den Kommentaren, dass man irgendwie Straßen upgraden kann. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wie. Aber das ist jetzt auch nicht die Problematik, Leute. Das ist, ich meine, das ist ein Sträßchen, das ich hier einfach mal schnell abreißen muss. Ich meine, es gibt Schlimmeres im Leben. Das mache ich auch mal schnell weg, sonst gibt es da wieder eine Blockade. So, dann nehmen wir nämlich die richtige Straße. Packen das Ganze hier an, ziehen das hier rüber. Was ist denn jetzt hier im Weg? Ach, da guckt noch ein Sträßchen raus. So, so. Packen. Da guckt immer noch ein Sträßchen raus. Warum? Alles klar, erstmal hier mega schräg des Todes gehen. Okay, jetzt sehe ich leider nichts mehr. Wir hatten das Licht ausgemacht, Leute. Da ist noch eine Straße im Weg. Wer hat hier das Licht ausgemacht? So kann doch kein Mensch arbeiten. Hm. Was bist du hier? Ah, das ist doch viel angenehmer. So kann man doch einfach mal gucken hier. Machen wir nämlich hier die Straße weiter. Du kommst nämlich jetzt hier so hin. Okay, Verbindungsstück so. Das sind die Straßen hier verbunden.
Das hier ist halt auch noch so eine komische Straße. Die werde ich jetzt auch einfach mal abreißen. Ganz einfach abreißen. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. Warum, warum ist das jetzt hier zum Beispiel so? Da muss ich nämlich jetzt wieder zwei Straßen immer abreißen. Damit ich hier... Oh, ups. Das war keine Straße, das war ein Haus. Damit ich hier eine schöne Straße wieder entlang ziehen kann. Das ist auch noch meiner Meinung nach ein bisschen verbesserungswürdig. Jetzt gucken wir mal. Aber das passt auf jeden Fall hier so hin. Dann nehmen wir die kleinen Sträßchen wieder und setzen die wieder hier dran. Also wir gehen jetzt hier doch an die schlussendliche Verbesserung des Straßensystems unserer Stadt. Ich muss sagen, hier habe ich wirklich noch ganz schön drauf geachtet, dass hier alles perfekt passt vom Ding her. Okay, das geht hier nicht, aber das geht auf jeden Fall hier hin. Was dieser Ort ist belegt. Verarsch mich nicht! Das geht auf jeden Fall hier hin, da geht es auch hier hin. Hier haben wir eine große Straße, hier geht es noch hier hin. Das heißt, große Straße. Ich hätte gerne einmal die große Straße, bitte. Hier gehen wir auch. Dieser Ort ist bereit. Boah, jetzt habe ich genau dort die Feuerwehr-Ding hingesetzt. Das ist natürlich Premium. So, hier haben wir jetzt die große Straße. Dann haben wir hier eigentlich keine kleinen Straßen mehr. Es wäre mir halt jetzt eindeutig lieber, wenn gerade Tag wäre. Was ich ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier irgendwie drüber oder drunter kommen. Wird wahrscheinlich zu eng, habe ich so das Gefühl. Wie machen wir das? Können wir... Wollen wir die Bahnspur vielleicht ein bisschen anheben? Ich meine, das wäre halt eine gute Möglichkeit, wie wir das machen könnten. Wenn wir sagen, okay, wir bauen das hier kurz mal ein bisschen weg. Wir sagen, wir bauen das hier kurz ein bisschen weg. Und sagen, wir gehen hier kurz ein bisschen durch. Dann müssen wir hier hinten auch noch ein bisschen was abreißen. Dass wir wieder runterkommen. Also das dürfte ja auf jeden Fall reichen, schätze ich mal. Mich jetzt verarschen. So, dann machen wir. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind eine kolossale Stadt geworden, können uns jetzt ein Atomkraftwerk leisten. Nice! Nice! Bisschen zu hoch. Achso, deswegen. Okay, manchmal ist es doch noch ein bisschen schwierig für mich hier zu bauen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder am Spiel. Ich hoffe, es liegt am Spiel. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt wird das hier alles perfekt gebaut, Leute. Wir fangen hier an. So, wir wollen hier nach drüben gehen. Wir wollen aber ein bisschen nach oben gehen. Okay, nicht hier, sondern insgesamt hier ein bisschen so nach oben. So, dann wollen wir hier drüber gehen. So eng wie möglich, wenn möglich. Und dann wollen wir hier eigentlich nichts weiteres, außer wieder nach unten und hier zulaufen. Und damit müsste ja jetzt eigentlich der Eisenbahnverkehr wieder laufen. Und wir müssten hier eigentlich die Straße, die ich die ganze Zeit bauen will, unten durchbauen können. Nein, warum? Ach so, warte mal. I see what the problem is. I see. Ah, okay, alright. Alright. Everything is possible. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir nämlich hier wieder... Echt jetzt? Echt jetzt? Ist mir jetzt egal. So. Alles klar. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder gucken, dass wir hier unsere Industrie hier wieder dorthin kriegen, wo die Industrie sein soll. Machen wir flächendeckend bitte hier so circa. Warum ist das... Achso, da ist ein Park. Okay. Flächendeckend so circa und so. So. Nee. Du bist schon keine Industrie mehr.
oder zumindest will ich dich nicht zur Industrie jetzt machen. Ich würde dieses ganze Gebiet jetzt gerne, also dass es immer schön gecuttert ist, hier würde ich das auf jeden Fall zu Ding machen. Büro, Schrägstrich, dunkelblau, also Dinggebäude. So ein bisschen. Dann hier auch zack, zack, zack. Ja, auch wenn hier jetzt die ganzen kleinen Fabriken weichen, ist das Dinge geschehen, Leute. Dinge geschehen. Ihr werdet auch euer Leben lang nicht an einem Arbeitsplatz bleiben. Also seid froh, wenn ihr ein bisschen was von der Welt seht, liebe Freunde. So, dann machen wir das hier noch. Haben wir das hier noch? So, dann haben wir hier noch das. Und dann passt das. Sieht doch gut aus jetzt. So sieht das Ganze doch schon mal viel, viel besser aus. Wir haben hier auch gerade eigentlich aktiv keine Probleme in unserer Stadt. Wenn ich das richtig sehe, hier oben ein bisschen Müllproblem. Aber das ist halt in drei Häusern. Leute, in drei Häusern. Wo ist da das Müllproblem? Kann mir das mal jemand verraten? Aber jetzt würde ich gerne hier einen Bahnhof hinbauen. Aber mir fällt gerade auf, die Folge ist schon längst vorbei. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und dann sieht man sich wieder beim nächsten Mal bei einer neuen Folge City Skylines oder bei einem anderen Let's Play. Bis zum nächsten Mal, dann Türelü.